Neue Folge 365 mal 3. Und wisst ihr, was ich mir gesagt habe? Heute machst du es einfach mal. Heute machst du mal einen ganz kleinen Vorgeschmack darauf, was ihr alle immer sehen wollt. Bullenstall. Wir haben ja einen Pachtbetrieb. Und da haben wir Mastschweine. Und hier haben wir den Bullenstall. Und neben dem Schweinestall ist die Maschinenhalle. Und da steht ja unser mega Futterwagen. Den habe ich gerade schon mal angeschmissen, dass er schon mal entspannt sein Öl ein wenig anwärmen kann. Hier haben wir noch ein bisschen Stroh liegen, was wir in die Ration mit reinmischen. Und dieser mega Mords Futterwagen wird jetzt gleich von mir bedient. Aber dazu später. Wir haben hier aktuell so gute 70 Bullen stehen. Also 90 können wir hinstellen. 70 stehen hier. Und wir haben früher mal zugekauft, Fleckvieh oder Absetzer. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Absetzer drin, aber großteils auch von Anker. Die schwarz-bunten mal blau-weiße Belgier. Der Vorteil ist ganz klar, dass wir doch gesunde Tiere haben. Sie kommen aus einem Betrieb. Und das, was wir bei den Schweinen immer schon hatten oder immer versucht haben zu fokussieren, ist bei den Bullen nicht anders. Wenn die Tiere aus einem Betrieb kommen, haben die einfach einen höheren Gesundheitsstatus. Das merkt man, wir haben weniger Vermischung, weniger Durcheinander und die Tiere haben einen gleichmäßigen Gesundheitsstatus. Hier zwischen haben wir noch ein paar Absetzer, die sind aber auch schon ein bisschen länger hier. Die rütteln jetzt auch gar nicht mehr großartig im Gesundheitsstatus der Tiere. Ja, und jetzt kriegen wir so alle, kann man so grob sagen, 2 Monate, so circa 10, 15 Tiere von Anke. Das sind übrigens noch Mädels, die haben wir zu Beginn mitgekriegt. Die haben aber auch bald ihre Zeit hier um. Ja, und so sehen die Bullen aus. Dann haben wir hier noch ein Kraftfutter-Silo. Also die Mischung ist sehr simpel. Kraftfutter plus Mais plus Stroh. Und jetzt müssen wir im Tröge sauber machen. Trüge ein bisschen sauber gemacht. Stellenweise kappen sie mal rein oder der Mais ist nicht hundertprozentig, bleibt da liegen. Und der muss raus, weil sich bei uns noch mehr drumherum sammelt, was sie nicht fressen muss. So, und jetzt weiß ich, dass wir ungefähr die gleiche Mischung machen müssen wie gestern. Und da starten wir jetzt mit. So, es ist wirklich alles eingefroren hier, ey. Selbst der Schalter von der Kraftfutter das zu. Du kennst ja, also hier haben wir eine Waage. Ja, kann man sehen. 1400 Kilo verfütter ich jetzt gerade. Die Rückfahrkamera ist da dran. Und das Geilste ist die Steuerung von diesem Gerät. Also Lenkrad ist klar. Ein Pedal. Das ist
Das eine Pedal ist die Bremse. Das war's dann mit Pedalen. Dann haben wir noch Gas. Hier, Handgas. Hier können wir die Frisstücke einstellen. Dann haben wir den Multifunktionshebel. Oh, das ist ein bisschen kalt. So, das ist dieses hier. Wie beim Mähdrescher, vorwärts, rückwärts. Soweit so gut. Hier ist Fräsarm hoch, Fräsarm runter. Und das sind die Schieber links und rechts. Auslaufschieber. Und es ist schon öfters vorgekommen, dass man einfach die Schieber getätigt hat, obwohl man noch mitten auf dem Hof war. Hier schalten wir die Fräse an, da das Förderband, da den Mixer. Ja, das war das Grobe, was wir jetzt so haben. Und jetzt muss ich mal sehen, dass ich die Jungs satt kriege hier. Okay, Ziel soll es sein, mit möglichst wenig Handarbeit die Bullen dann einmal zu füttern. Ergebnis schaut so aus. Heißt für mich ziemlich viel Handarbeit. Jetzt aber hole ich mir den Caterpillar dabei. So heißt hier der Hoflader und dann geht's weiter. Imi war mit dem Film alles noch ein bisschen matsch mal wieder hier. No multiple choice fähig hier ich. Der Caterpillar mit Schiebeschild und Schaufel. Wir fangen jetzt erstmal mit der Schippe an und dann geht's gleich mit der Schiebung weiter. Und wenn ich diese Arbeit mache, stelle ich fest, die geilste ist, Schweine zu haben. Natürlich jetzt ein T-Shirt und keine zwei Jacken und so. Naja, Job ist Job. Job, Job. Das einmal mit Profis arbeiten, dann seid ihr auf diesem Kanal komplett falsch. Also jetzt habe ich gerade hier das Futter angeschoben mit dem Caterpillar, mit dem Hoflader und hatte eine richtig geile Perspektive, auf dem habt ihr ja gesehen. Und leider ist erst einmal die Kamera so verdreht, die war nicht festgeschraubt und danach war die Speicherkarte voll. Aber sieht man leider nicht, wenn man unten drunter sitzt. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Grund hier, das Video nochmal zu machen, weil ich glaube, das sah richtig geil aus. So, jetzt mache ich eben schnell alles fertig. Und dann sind wir hier mit den Bullen durch für heute. Also bis gleich. So, die Bullen hinten, die Kleinen bekommen jetzt noch ein bisschen Kraftfutter. Das restliche Kraftfutter für die Großen ist eigentlich so ausgerechnet, dass die über das Grundfutter die Menge aus dem Grundfutter, also die Kraftfuttermenge aus dem Grundfutter mit aufnehmen. Das passt eigentlich ganz gut. Und die Kleinen, weil die nicht so viel Grundfutter fressen, also Mais und Stroh, aber trotzdem einen hohen Bedarf an Eiweiß und Co. haben, kriegen noch eine kleine separate Portion an Kraftfutter, einfach umher gekrümelt und dann ist die
Kiste auch fertig. Und dann bin ich auch fertig hier und dann geht's wieder nach Hause. Ich hoffe, das hat euch mal gefallen. Ich hoffe, es war ein erster Einstieg und vielleicht machen wir mal wieder öfters was von den Bullen. Aber ich bin hier relativ selten, deswegen, wenn ich hier bin, meistens auch immer nur zur Feuerwehr einsetzen. Dann habe ich meistens keine Kamera dabei. Ich hoffe, es war mal ein erster Eindruck für euch. Also, weiter geht's. Morgen wieder einschalten, 365 mal 3 mal wieder mehrere Tage zusammen. Heute eine Einzelfolge. Ich glaube, das war es auch mal wert. Und wir nennen es ab sofort nicht mehr 365 mal 3, sondern 365 mal mindestens 3. Tschö.